Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute weiß ich mal so überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich habe ein Paket von Suru bekommen und das, was rauskam, das war das hier. Rainbow Corns, erinnert ihr euch noch? Ich habe vor, oh Gott, ich glaube, es ist bestimmt 2 Jahre oder so her, da habe ich diese ganzen großen XL-Eier mal ausgepackt. Das war noch zu Ostern, das weiß ich noch. Ich glaube, das Video hieß nämlich die dicksten Eier zu Ostern oder irgendwie so. Hier vorne steht auf jeden Fall drauf, Talking Jelly Shake Surprise. Ich weiß nicht genau, wie ein Jelly talken kann, aber okay. Es sieht aus wie ein riesiger Süßigkeitenladen oder wie so ein... Ach, warte mal, Jelly. Nee, es könnte auch sein, dass das so ein Wackelpudding oder sowas ist. Und die Rainbow Corns, die kennen wir ja, ne? Also ich kenne die ja in so richtig fett und ich hatte aber auch so ein bisschen kleinere Eier. Also es gibt die, glaube ich, in unterschiedlichen Größen. Und das ist wahrscheinlich wieder eine neue Serie. Und ich muss ja mal sagen, ne? Das muss man so lassen. Verpackung können sie richtig gut. Sieht halt so cool aus. Also das kam da raus. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß gar nichts. Wenn man es hier so rumdreht, dann sieht man auf den Seiten, sieht einfach aus wie ein ganzer Laden. Also man könnte das theoretisch danach auch noch weiterverwenden. Ach, ich glaube, die feiern Geburtstag, oder? Kann das sein? Hier überall noch so Streusel außen drauf. Hier gibt es auch nochmal ein Fensterchen auf der Seite. Also es sieht einfach mega aus. Die Verpackung ist einfach der Hammer. Ich weiß auch nicht genau, wie ich da jetzt rankomme. Ich hoffe nicht, dass ich die irgendwie zerstören muss. Das wäre ein bisschen schade. Bevor es auf jeden Fall losgeht, gibt es hier oben in der Ecke nochmal wieder einen Hashtag-Werbung, weil wir wieder über eine Marke sprechen. Sprechen? Was war das denn für ein Dialekt? Ich weiß es nicht. Bezahlt worden bin ich auf jeden Fall nicht, aber ich darf es einmal austesten, was auch immer jetzt hier so kommt. Ich würde mal schätzen, dass ich vielleicht, kann ich denn euch das zeigen? Vielleicht muss ich sogar erstmal hier zeigen, oder? Hier oben. Sieht so aus, als könnte man hier, oh, hä? Das ist ein Magnet. Was? Wie gut ist denn das bitte gemacht? Wow, die Verpackung ist ja, upsie, huch. Oh, das ist doch abgefallen. Möchte jemand ein Dach haben? Es sieht sogar innen gut aus, hallo? Ich glaube, es duftet. Es duftet. Was ist das für ein Duft? Es riecht süß. Wahrscheinlich irgendwie nach Süßigkeiten. Das ist eine Lampe. Oh, habt ihr mich überhaupt gehört? Das ist eine Lampe. Ich ziehe mal einfach hier. Ich habe hier so ein Horn, da kann ich einfach mal dran ziehen. Ich hoffe, das ist nicht so schmerzhaft. Hallöchen. Das ist ein Milchshake. Ein Einhorn-Milchshake. Und noch einer. Die sehen auf jeden Fall beide gleich aus. Oh, und eine Karte. Ne, wie cool ist das denn? Aber das kann man, glaube ich, normalerweise nicht so kaufen. Guck mal, hier drin sieht es immer noch aus wie eine, ja, irgendeine Feier oder so. Hier drin wird auf jeden Fall ordentlich weitergefeiert. Da ist der Ausgang. Und so ein richtiger hübscher Fliesenboden. Also da haben sie sich richtig Gedanken beigemacht. Krass. Die beiden habe ich jetzt gefunden. Eine mit einem silbernen Horn und die hier hat ein goldenes Horn. Die Milchshake. Verpackung. Das war knapp. Ich gucke hier gerade drauf. Ich glaube, das redet mit uns. I come alive and talk back. Das redet mit uns. Das heißt, wir können was reinsprechen und dann redet es irgendwas zurück. Also dann sagt es das nach, was wir gesagt haben, glaube ich. 8 Schichten of Sweet Surprise. Krass. Boah, das sind wahrscheinlich auch 2 unterschiedliche, ne? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich zeige euch das natürlich gleich, wenn ich runtergeschaltet habe. Und das mache ich jetzt auch mal, weil ich habe natürlich auch noch eine Karte gekriegt. Mal gucken, ob da irgendwas Wichtiges noch drin steht, was wir vielleicht wissen müssen. Es gibt 6 neue Jelly Shake Rainbow Corns zum Sammeln. Wenn man die Hand drückt und spricht, dann wiederholen sie das, was du gesagt hast. Nein, ich will gar nicht so viel wissen. Okay, das ist schon wieder viel zu viel Information. Schnell wieder wegmachen. Ich glaube, das ist gar nicht Silber. Das ist fast eher so Elfenbeinfarben. Ich drehe noch mal ein bisschen rum. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas sehen. Ach, guck mal, da steht das ja auch. 6 duftende Rainbow Corns. Hier steht auch noch mal, dass sie sprechen. Shake it up. Okay, das habe ich eben alles schon gesehen. Und das, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Hier, guck mal. Wir haben hier so ein Glitzerherz, was so wabert nach oben. Oben oder nach unten, da fliegt das Glitzer. Das ist ja auch cool. Das kann man bestimmt auch danach noch weiter benutzen. Die haben ja immer diesen Bauch, diesen... Beim letzten Mal hatten sie ja auch diesen Paillettenbauch, den man so streichen konnte. Ich denke mal, das ist jetzt wahrscheinlich das da. Vielleicht kann man die ja sogar auch miteinander durchtauschen. Ich weiß ja nicht genau, ob die von der Größe her immer gleich bleiben oder ob das unterschiedliche sind. Vielleicht sind die ja auch von der Größe her gar nicht so groß wie die anderen. Ich meine, es würde theoretisch passen, ne? Weil das ja schon relativ groß ist. Mal abwarten. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet, was es überhaupt gibt so für Tiere. Aber es werden ja alles Einhörner sein, denke ich mal. Weil die haben ja alle hier ein Horn. Puh, das war die erste Schicht. Hier kann man es jetzt ein bisschen besser schon mal sehen, das Herz. Ich glaube, das ist vielleicht der Bauch. Ach, das ist aber schön. Oh, das ist aber schön. Oh, das ist aber viel Glitzer. Ach, das ist richtig toll. Ja, das mag ich. Ich hatte früher auch mal so einen Glitzer-Zauberstab. Ich glaube, den kennt irgendwie fast jeder, oder? Wer von euch hat schon mal so einen Zauberstab gehabt, der ungefähr halt so aussieht, den man dann so hoch und runter schwingen konnte. Da ist dann Wasser drin und dann kann man mit dem quasi so magisch zaubern. Ich krieg das da unten irgendwie nicht ab. Keine Ahnung, warum nicht? Egal, jetzt trägt das da unten so eine Plastikschürze. Mein Gott. Wie geht's jetzt weiter? Ich denke mal hier vielleicht einfach Deckel abmachen, oder? Oh, ja, okay. Deckel abmachen ist wohl... Da kommt er schon. Hi. Wir haben ein... Ist das ein Schwein? Das ist rosa. Oh Gott, das ist wirklich ein Schwein. Hä? Ich habe doch, glaube ich, noch nie ein Schweinchen gehabt. Nee, bei den anderen Malen. Ich habe
sehr viel, aber kein Schwein. Also Schwein definitiv nicht. Du riechst. Ich kann das immer nicht zuordnen. Ich weiß immer nicht, was das für ein Geruch ist. Ich riech voll am Po. Riecht aber trotzdem gut. Da oben riecht irgendwie anders. Ich hoffe ja, dass ich vielleicht irgendwo nochmal sehe, wonach das riecht. Ich kann ja erstmal kurz gucken. Also, wie gesehen, auf jeden Fall ist es ein kleines Schweinchen mit so einer pinken Punkerfrisur. Nein, ist keine Punkerfrisur. Das ist einfach nur so ein wilder Haarwust. Hier oben hat es ein kleines goldenes Einhorn. Und auch die Füßchen, beziehungsweise hier die Beinchen, die sind alle total schön schimmernd gold. Genauso wie auch diese goldenen Augen. Jetzt muss ich hier irgendwas machen können, ne? Vielleicht muss ich irgendwo erstmal was rausziehen. Hallo? Okay, ich glaube, da muss ich erstmal irgendwas tun. Ja, bevor ich das rausfinde, wollte ich erst noch mal ein bisschen weiter schauen. So, die Öhrchen sind auch so schimmernd, genauso wie das Näschen hier. Das Herz ist auch total schön weich und ich meine, dass wir wahrscheinlich das Herz hier rausnehmen können. Oh, da ist ja noch was. Oh, ich weiß nicht, wie ich das hier rauskriegen soll. Vorne oder hinten? Okay, vorne. Jetzt ist es aber ganz herzlos. Aber dafür kann man es hier reinsetzen. Ach so, und man kann es natürlich auch wieder hier irgendwo dran klemmen. Zum Beispiel in die Hand. Nee, natürlich nicht. Ja, vielleicht schon, aber bei mir auf jeden Fall nicht. Aber das hier können wir irgendwie hier reinschieben. Wie war denn das nochmal? Entweder das will oben rein oder unten. Ich ziehe hier einfach mal so ein bisschen das so rein. Ich glaube, das geht. Oh mein Gott, habe ich gerade das Bein abgerissen? Oh, da schwimmt ja was. Guck mal, das ist ein... Was ist das denn? Ist das so ein Herz oder hat sich da einfach irgendwas getroffen? Oh, das sieht voll hübsch aus. Das sieht so aus, als ob das so ein extra Herz ist. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Beinchen gerissen. Nee, aber man sieht nichts. Puh, Gott sei Dank. Das hätte auch schief gehen können. Wie kriege ich denn jetzt hier dein Füßchen an? Vielleicht hier unten. Oh, ich kann ihm einfach in den Po gucken. Da ist irgendwas. Hier ist ein Anschalter. Den kann man so rüberschieben. Vielleicht geht's jetzt? Hallo? Hallo? Juhu. Oh, was? Guten Tag auch. Eigentlich wollte ich gerne was sagen und du sagst das nach. Wie geht denn das? Ich glaube, gedrückt halten, oder? Hallo? Oder auch nicht. Okay, ich glaube, wenn ich 3 Sekunden halte, dann geht er aus. Und so singt er. Ja. Okay. Hey, das ist aber nicht sehr höflich. Ja, da singt er gleich wieder. Aber wie macht er jetzt, wie mache ich das? Wie Doppelklick oder so? Hallo? Hallo? Ups, okay. Ich bin ein Schweinchen. Ich bin ein Schweinchen. Oh. Oh. Okay. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen nervig. Oh, das war zu lang. Jetzt redet er alles nach. Jetzt hör auf. Was soll das? Wie hörst du denn wieder auf? Ja, du sollst mir das sagen. Mann! Ah! Oh! Jetzt hör doch mal auf! So vielleicht? Nein, hallo? Nein, hallo? Oh Gott. Okay. Einmal noch draufdrücken, dann macht er wieder seine komischen Sachen. Ist aber eigentlich süß, ne? Und dann irgendwie 3 Sekunden und dann ist er wieder weg. Das hat irgendwie ganz viel von allem. Jetzt hab ich einen kleinen Ringelschwanz. Was ist hier hinten? Wow! Hä? Och, das ist aber auch cool. Warum ist denn hier kein Wasser drin? Das wäre auch schön, wenn hier auch nochmal Wasser drin wäre. Wow, die sehen toll aus, die Flügel. Cool. Es hat wirklich alles, ne? Es duftet, es redet, es hat Glitzer und Wasser und wow. Macht Geräusche und dann gibt's auch noch das da. Tja, da oben ist, glaube ich, unser Accessoire. Genau, hier steht Accessoire. Wie geht das wohl so? Da unten ist aber Glibber. Jelly Slime. Okay. Ich guck gerade wohin danach damit mit dem Jelly Slime. Muss ich jetzt das aufschneiden oder nicht? Achso. Oh Gott, das war mal wieder typisch. Ah, hier kann man was draus basteln. Ein paar Perlen. Oh, noch so ein kleiner. Ist das dein Kind? Oder ist das was ganz anderes? Ist das was ganz anderes? Was bist denn du bitte für einer? Haben wir überhaupt... Oh doch, ich glaube, wir haben auch eine Sammelliste. Da muss ich gleich auch nochmal reinschauen. Der ist auch so leicht goldschimmernd in seiner türkisen Hautfarbe hier. Da schimmert das trotzdem noch golden. Der hat auch 2 Flügelchen. Na, Gott sei Dank nicht nur einen, ne? Das ist ja auch ein bisschen sinnfrei. Ist nur die Frage, ob das auch ein Schwein ist. Es könnte auch ein Schwein sein, denke ich. Es hat so ein schönes Glitzerherzchen. Und hieraus könnte man sich jetzt einfach eine Kette basteln. Oder vielleicht lieber ein Armband. Ich glaube, ich mache einfach mal. Ich gucke mal, was ich hier so Schönes zusammenkriege. Ich versuche das mal möglichst mustermäßig zu machen. So, dann machen wir einfach nochmal rosa. Dann machen wir das so entgegengesetzt. Jetzt wieder gelb. Und dann nochmal hier so ein schönes Flieder. Also von den Farben her ist das ja eigentlich so voll mein Ding, ne? Das passt schon. Dann nochmal wieder gelb.
gelb, wieder zweimal rosa. Ich glaube, jetzt gleich werde ich ein Problem kriegen, ne? Nochmal gelb und nochmal Flieder. Ja, und jetzt kann ich eigentlich nicht weitermachen. Jetzt bräuchte ich auf jeden Fall nochmal gelb. Naja, das heißt, wir müssen jetzt hier auf der Seite machen wir einfach nochmal ein rosa. Von der anderen dann auch nochmal ein rosa. Dann haben wir es wenigstens wieder gleichmäßig und dann ja, haben wir hier halt einfach so einen dazwischen. Und der muss natürlich auch noch daran. Na toll, der hätte doch am besten eigentlich in die Mitte gemusst. Jetzt habe ich den hier voll am Rand. Also, besser kann man es nicht durchdenken. So werde ich es natürlich nicht zumachen, weil so sieht es ja total blöd aus. Eigentlich hätte der hier schön in die Mitte gemusst und dann hätte man den entweder hier so um den Hals machen können, so, ne? Nur halt in schön, also nicht in so doof, was ich da gerade getan habe. Oder hier um den Arm. Ich glaube, um den Arm passt es eigentlich besser. So, von der Länge her. Da würde es eigentlich sogar fast ganz gut passen, sogar bei mir noch. Aber beim Kinderarm passt es natürlich noch besser. Ich finde die Idee ganz schön. Ich habe es nur leider ein bisschen blöd gemacht. Tut mir leid. Ich gucke nochmal hier in den Sammelzettel. Vielleicht sehe ich ja noch irgendwas. Ach, da ist ja sogar die Anleitung. Ha! Open und Discover. Okay, na toll. Hier Herz einsetzen, dann Armband machen, dann den Squishy Slime rausholen. Okay, der ist nicht zum Essen da. Hört, hört. Und hier steht dann, wie es funktioniert. Ja, das haben wir alle schon rausgefunden, ne? Hier steht 3 Sekunden das Füßchen drücken, dann geht es aus. Noch eine kleine Anleitung, wie man die Batterien wechselt. Aber Gott sei Dank haben wir hier schon eine drin. Das ist natürlich sehr gut. Ah nein, den muss ich mal zuhalten, weil wir haben den hier bekommen. Das Piggy-Korn, also Schweinchenkorn. Und das heißt Candy, aber mit K. I own, I want. Hier kann ich ja eigentlich abstreichen. I own. Hier vorne sehen wir auch, welche es sonst noch gibt. Hier gibt es so einen Elefant. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein... Oh, ich glaube... Ach so, das ist eine Schnecke. Ich habe gar nicht gesehen, dass das noch dazu gehört. Wie süß ist denn die bitte? Oh, die ist ja mega cute. So eine süße kleine Schnecke. Oh, die hätte ich auch gerne. Ich habe ja leider nur 2. Beim letzten Mal konnte ich euch ja, glaube ich, sogar alle zeigen. Oder... Hatte ich alle komplett? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall super, super viele. Da hatte ich nämlich extra nachgefragt, weil eigentlich ist das ja, für mich persönlich ist es mal zu wenig, wenn ich nur so 2 zeige, weil ich ja gerne die komplette Sammlung immer einmal vorstelle. Ich habe so ein bisschen Angst, was jetzt hier gerade rauskommt. Aber die haben halt so von Suru so Influencer-Pakete und ich meine, gut, da sieht man dann natürlich auch, wie cool das vorbereitet ist, ne? Wir haben ja gesehen hier, die Verpackung, die sieht halt einfach mega schön aus. Aber es ist natürlich auch immer nur so ein kleiner Sneak Peek, also man sieht halt immer nur so 2 Figuren von der ganzen Serie. Das ist für mich persönlich natürlich mal eigentlich ein bisschen zu wenig, weil ich ja immer gerne die ganze Serie hätte. Und das geht dann natürlich nicht. Was für ein richtig schöner Schimmerslime das ist. Ich dachte eigentlich, dass der so voll eklig ist, aber der ist gar nicht eklig. Ihr seht gerade überhaupt nichts, oder? Der sieht aus wie Gold. Boah, ich krieg's nicht raus. Das hängt hier drin. Beim nächsten Mal schneide ich aber ein bisschen weiter. Das einzig Doofe ist, wohin geht's damit danach? Ich habe ja gar keine Verpackung, oder? Ich meine, ich kann es doch nicht hier wieder reintun. Da kann ich ja nicht wieder, kann ich nicht verschließen. Ich habe auch so das Gefühl, dass hier noch so voll viel Schleim drin ist. Ih, kommt tatsächlich noch was raus. Wow. Tja, ich glaube, ich muss mir gleich irgendwie noch so eine Tüte oder sowas holen, wo ich den dann reintun kann, damit er nicht austrocknet. Das wäre ein bisschen schade. Ist nicht ganz so viel, ne? Aber es ist halt ein sehr hübscher Goldslime und er ist auch nicht so slimig. Schaut, der bleibt hier nicht hängen. Das ist nicht schlecht. So von der... Wow, sieht echt aus wie flüssiges Gold. Von der Qualität her ist der cool. Der sieht richtig edel aus. Ein paar Blasen wirft er. Eigentlich ein schöner Schleim. Aber eigentlich sehr wenig, ne? Mann, wo tue ich den jetzt hin? Ich lege den, glaube ich, erstmal kurz hier wieder auf die Tüte drauf. Ich kenne das ja. Slime, der wabert immer erstmal wieder weg. Und verteilt sich dann vorzugsweise auf meinem Tisch. So, ich bin nochmal auf Instagram gegangen. Es tut mir leid, dass ich da momentan so wenig aktiv bin. Hä, jetzt wollte ich hier gerade in meinen Grüße-Post, aber ich kann irgendwie nicht weiter runter scrollen. Ja, dann muss ich jetzt mal kurz umdenken. Ach, jetzt geht's wieder. Ich musste einmal kurz ein- und wieder ausloggen irgendwie. Was auch immer da los war, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mein Account ist irgendwie verbuggt, deswegen kann ich gerade überhaupt nichts machen. Also gehen wir auf YouTube und dann grüße ich halt eben von YouTube ein paar Leute. Nachtschatten hat gefragt, wo ich die Verlosung mache. Sie hat kein Instagram, es tut mir leid. Die Verlosung muss immer über Instagram laufen, weil ihr hier eure Adressen nicht schreiben könnt, weil das sonst jeder lesen kann und das will ich auf keinen Fall machen, weil das ist nicht gut für euch. Hier wird nach meinen Playmobil-Geschichten gefragt. Ich habe Kurzgeschichten bisher gemacht und die waren immer hinter den Unboxing Videos. Die habe ich dann einmal zusammengefasst und dann gibt es halt ein so ein Playmobil-Video. Ich glaube, das ist irgendwie um die 45 Minuten lang. Da sind dann die ganzen Kurzgeschichten gesammelt. Da müsstest du mal nach Playmobil-Geschichten oder Playmobil-Kurzgeschichten oder so bei mir schauen. Und ja, ich würde so gerne, gerade im Moment habe ich schon wieder so große Lust, Geschichten zu machen. Die Alina fragt, wie ich in echt heiße. Ich heiße in echt Fabienne. Ah, VIP-Pads. Ja, jetzt weiß ich wieder. Die habe ich mir ja geholt. Jetzt weiß ich wieder, was das war. Ach. Und letztes Mal habe ich mich gefragt, ich so, was waren nochmal VIP-Pads? Stand völlig auf dem Schlauch. Hier eine Hashtag-Frag-20-Frage. Welche Serie von Rainbow High gefällt dir am meisten? Jetzt müsst ihr tatsächlich mal nachdenken. Ich glaube, die erste Serie gefällt mir am meisten. Aber ich habe ja die aktuelle Serie auch noch nicht ausgepackt. Also die Winter Break, die habe ich mir ja noch nicht richtig angeguckt. Deswegen kann ich da eigentlich noch nicht richtig was zu sagen. Hashtag Fragzanzi. Wenn du entscheiden könntest, wie du heißt, wie würdest du dich nennen? Ich würde mich Sashiko nennen, da der Name Kind des Glücks bedeutet. Ach, das ist ja süß. Ja, da denke ich gleich mal drüber nach. Zanzi, bist wieder eine Arbeitsbiene.
Ja. So, wegen der Brads muss ich unbedingt nochmal fragen. Ja, weiß ich noch nicht. Das Pakete-Unboxing hat euch ganz gut gefallen. Das ist natürlich schön. Da habe ich schon ganz viele schöne Kommentare hier gelesen. Und der Boy, ja, da habe ich jetzt nachgefragt. Den werde ich mir jetzt selber bestellen. Und Bianca fragt, ob ich Kinder habe. Nein, Kinder habe ich noch nicht. Dann bin ich jetzt ganz gespannt auf deine Schwester, deinen Bruder oder deinen Freund, Freundin. Wir können es ja aussuchen, was das jetzt sein wird. Ich überlege gerade, wie würde ich mich nennen oder wie würde ich heißen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich muss sagen, dass ich eigentlich meinen Namen total gerne merke. Also ich war immer sehr zufrieden mit Fabian. Ich finde den Namen eigentlich total schön. Was ich aber viel interessanter finde, ist, wie würdet ihr heißen, wenn ihr das andere Geschlecht wärt? Meine Mama hätte mich René genannt. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott sei Dank bin ich eigentlich Mädchen geworden. Ich wollte nicht René heißen. Weil eigentlich René auch ein schöner Mädchenname ist. Finde ich nämlich eigentlich, also heutzutage finde ich den auch nicht schlecht. Früher wollte ich immer Fee heißen. Oder Katharina. Das fand ich auch immer toll. Oder Katinka fand ich auch immer toll. Aber heute ist das irgendwie schon wieder was anderes. Es gibt so viele coole Namen. Und ich bin halt mit meinem Namen auch eigentlich total zufrieden. Also ich würde mir keinen anderen Namen aussuchen. Hier oben sieht es, glaube ich, sonst gleich aus und auch das hier sieht gleich aus, aber das Herz ist schon mal anders. Ich glaube, das gucken wir uns aber an, wenn wir das ausgepackt haben und ja, vielleicht im Pad, da sieht es vielleicht ein bisschen hübscher aus. Deswegen versuche ich einfach mal hier fix aufzuschneiden und das hier rauszupellen. Ist ja gar kein Ei, ist ja ein Milchshake. Ich muss ja nochmal Jana grüßen. Ihre Eier vom Bauernhof, die sie mir mitgebracht hat, die waren wirklich sehr, sehr lecker. Die hätte ich jetzt gerne jede Woche. Also würde ich auch einfach kurz vorbeikommen, die Eier bringen. Nee, ich habe mal überlegt, es gibt hier um die Ecke, ich wollte das hier schon so lange machen, zu einem Bauernhof fahren und da auch mal drehen. Und jetzt haben wir hier so einen Bauernhof entdeckt, wo man wirklich eigentlich mal hinfahren kann und den mal besuchen. Da haben wir gerade heute drüber geredet. Da muss ich aber bestimmt vorher nachfragen, ob ich die Kamera mitnehmen kann. Aber dann würde ich total gerne mal filmen, weil die haben da so ungefähr alles. Also sowohl Tiere als auch Gewächshaus und so. Und da kann man dann mal gucken, wo sein Essen herkommt. Ist eigentlich sowieso viel besser, als das immer im Supermarkt zu kaufen. Ist natürlich auch teurer, ne? Aber dann weiß man wenigstens, wo es herkommt. Huch, das geht dann doch immer so einfach. Na, welche Haare? Was für eine Haarfarbe? Ich glaube, es hat Regenbogenhaare. Oha. Hallo? Herr Regenbogen, Mann, Frau? Nee, es ist wirklich eine Schnecke. Ich habe wirklich die Schnecke. Gut, ich wollte so unbedingt die Schnecke haben. Die ist ja so süß. Nein. Ich dachte nicht, dass ich die Schnecke bekommen kann. Wie cool ist das denn bitte? Ich dachte irgendwie, ich hatte die Befürchtung, dass ich jetzt schon weiß, welches ich bekomme, weil hier oben ist dieses Hippokorn. Also das wäre ein Moment, bisschen näher nochmal ranholen. Hier, Hippokorn, das wäre ein Nilpferd gewesen. Oh, ich glaube, das ist der Geruch. Oder heißt der so Puddingpop? Das könnte auch der Geruch sein. Da muss ich ja gleich mal hier drauf gucken. Vielleicht riecht er ja irgendwie. Nee, Moment, da steht Vanille-Eiscreme. Das riecht nach Vanille-Eiscreme. Das ist Vanille-Eiscreme? Naja, mit sehr viel Fantasie ist das Vanille-Eiscreme. Für mich riecht das nach Süßigkeiten. Würde ja eigentlich auch passen, weil da steht ja Candy. Ich würde den einfach so süß. Der hat auch ein ganz anderes Hörnchen. Also ein ganz anderes Horn hier oben. Das ist nicht so das war auch gar nicht eingeritzt, ne? Das war einfach nur richtig krass glitzernd. Nee, das sieht ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, das ist etwas größer. Oder verschwindet das hier einfach nur? Könnte auch sein. Deckel. Aber ist euch was aufgefallen? Das war ja eigentlich der mit dem silbernen... Nee, Quatsch. Das hier ist der mit dem goldenen Horn, genau. Und der mit dem goldenen Horn hat irgendwie silberne Augen und der andere hatte goldene Augen. Und das Horn ist aber bei beiden Gold. Aber ein bisschen anderes Material. Ich finde die Haare auf jeden Fall total süß. Und die kleinen Herzchen hier auch. Und der guckt so fragend so. Bei ihm ist hier der Knopf. Der ist natürlich noch nicht an. Und auch er hat wieder Flügel. Sehen auch wieder ein bisschen anders aus. Das ist auch so super schön. Auch weil sich das anders anfühlt. Das ist einfach so eine richtige glatte Folie. Außen halt auch wieder Gold. Und die Tierchen hier sind an sich super weich. Also mit denen kann man auf jeden Fall locker kuscheln im Bett. Und der hat auch noch hier so ein paar Fühleraugen. Und hier muss ja natürlich noch das Herz gleich rein. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal. Wie war das nochmal? Nach außen, ne? Ja. Hä, das ging ja viel einfacher. Ja, jetzt wo man weiß, wie es funktioniert. Das setze ich erstmal ein. Hier so ein bisschen runterziehen und einhebeln. Perfekt. Ich finde, hier sieht es nämlich viel besser aus, wenn man das da so auf dem Tier drauf hat. Wow, das ist echt schön. Das ist echt richtig schön. Und das ist auch so ein bisschen weich, also man kann hier auch drauf drücken. Da muss ich dir leider noch mal ganz kurz in deinen Bauch reinfassen, weil ich noch mal wissen will, ob der sich genauso anhört wie der andere. Ach, hier ist es oben. Oder ob der vielleicht andere Geräusche macht. Dann sprich mal zu uns. Ah, ja. Ist das genauso? Doch, ne? Doch, das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Oh, ich weiß nicht genau, ob ich alle durch hatte beim letzten Mal. Nee, das ist doch ein bisschen anders. Ne? Das kenne ich aber. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ja, juhu. Und wie war das nochmal? Zweimal drücken, ne? Hallo?
Ach so, ja, genau. Moment, das wollte ich gar nicht. Er hat mich angepupst. Das finde ich aber nicht sehr höflich. Kannst du bitte aufhören? Genau dich meine ich. Genau dich meine ich. Machst du jetzt mein Unboxing weiter? Machst du jetzt mein Unboxing weiter? Ja. Ja. Na, siehst du? Ah, siehst du? Okay, lassen wir das mal wieder aus, oder? Lassen wir das mal wieder aus, oder? Ich nuschel ein bisschen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr quietschig. Finde ich süß, die Idee mit dem, dass der so nachredet. Wir können ja mal hier nochmal reinschauen, ob der da andere Perlen und sowas drin hat und auch einen anderen Schleim. Anderen Schleim hat er auf jeden Fall drin, denke ich. Wo ist denn jetzt hier der? Ach so, es geht wahrscheinlich noch weiter. Ich habe gar nicht weiter geguckt. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie gedacht, das sei die letzte Seite. Dabei war das gar nicht die letzte Seite. Ich bin aber auch ein Trottel. Hier stehen auch nochmal andere Geruchsrichtungen. Es gibt auf jeden Fall noch einen Elefanten. Elli Belli. Dann ein Bunnycorn, also ein Hasen. Cinnabon. Dann haben wir hier die Schnecke, Snailcorn. Sie heißt Jelly Shelly. Sie ist Jelly Shelly. Und Koalakorn, Bonbon. Boah, jetzt weiß ich ja gar nicht. Also die Schnecke wollte ich auf jeden Fall haben. Das finde ich schon mal sehr cool. Ich hätte auch gerne den Koala, glaube ich, gehabt. Den hätte ich auch gut gefunden. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall zwei Süße. Und der riecht hier nach Traube? Was? Der riecht tatsächlich anders. Ist das Traube? Bist du Traube, genau. Bist du eine Traube? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es eher eine Schnecke. Der riecht aber sehr viel dezenter als der andere. Der andere ist viel süßer. Da läuft schwer das Wasser im Mund zusammen. Ich habe gerade Kuchen gegessen. Also eigentlich, ich könnte auch gleich noch einen Kuchen essen. Wow, es gibt sogar hier von den Kleinen richtig viele unterschiedliche zum Sammeln. Alleine der Koala hat schon 5 unterschiedliche Farben. Wir hatten vorhin den grünen. Ne, den hatten wir gar nicht, ne? Welchen hatten wir denn? Ich glaube, wir hatten das Nilpferd. Ich dachte, wir haben den passenden gehabt zu unserem Großen. Ich dachte, wir haben das Schweinchen. Aber das ist gar kein Schwein. Huch. Also wir hatten einen Bubu Hippos. Das ist ja auch schön, dass ich immer zweimal noch die Möglichkeit habe, dann doch nochmal richtig zu liegen. Immer erstmal alles verkehrt machen und dann beim zweiten Mal so, ach so, aha. Ja, habe ich leider übersehen. Deswegen mache ich immer gerne ein ganzes Display auf, damit das nicht passiert. Damit ich wenigstens irgendwann alles richtig habe. Ah, ich glaube, es hat andere. Ne, doch nicht. Es hat die gleiche. Ah, es hat eine andere Farbe hier vom Band. Okay, dann brauche ich das ja theoretisch nicht nochmal zu machen. Aha, halt, halt. Ja, so. Aber der hier sieht auf jeden Fall anders aus. Das ist, erkennt ihr es? Es ist ein kleiner Elefant. Ein kleiner Elefant mit ein bisschen Sparkle in seinem. In seinem Körper und Gesicht. Und ein kleines türkisgrünes Glitzerherz. Jetzt, wo ich weiß, dass die alle unterschiedlich sind, können wir hier mal schauen. Da, welcher ist denn das? Das ist wahrscheinlich der hier, oder? Der da ganz rechts in der Ecke. Die sind von der Farbe her alle relativ ähnlich. Ich würde sagen, dass wir den da haben. Passt nämlich auch so mit dem Herz. Das ist noch so am ehesten in die Richtung. Aber es ist auf jeden Fall ein Elefant. Deswegen, da kann eigentlich nichts anderes kommen. Jetzt werde ich das aber auf jeden Fall hier alles aufreißen. Nicht wieder nur so ein kleines Eckchen. Upsa. Will doch, dass hier alles rauskommt. Ich glaube aber nicht, dass das hier nochmal Gold ist. Kommt aber was? Ja, 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 da ist was. Ich schütte mir das hier so aus dem Glas raus. Das ist ja auch so ein fiktiver Becher, so ein Eisbecher. Oh, was sehen wir? Total pink. Aber nicht nur so pink, sondern da ist schon Schimmer drin. Sind also alles so Schimmer-Slimes, so Schimmer-Jelly-Slimes. Ja, nochmal den Rest hier ein bisschen rauskratzen. Nein, nicht aufs Einhorn. Nicht aufs Einhorn. Ah, loslassen. Okay, das ist so ungefähr alles, glaube ich, was ich gerade so rausgekriegt habe. Der sieht schon wieder anders aus, definitiv, als der. Ich finde den Gold-Slime noch viel edler, muss ich ja mal sagen. Pink ist natürlich auch schön. Vor allem auch, weil hier wieder so Schimmerpartikel drin sind. Aber gegen dieses Gold, ne, da kommt der einfach nicht an, der Pinke. Das Gold ist so cool. Ich glaube allerdings, da ist noch ein bisschen was in der Verpackung, ne? Das sieht sehr viel mehr aus. Jetzt habe ich es ein bisschen schlauer gemacht. Ich werde hier gleich nochmal gucken, dass ich da den Rest auch noch rausdrücken kann. Boah, das sieht echt cool aus. Okay. Das sind die beiden, die ich heute gefunden habe. Es gibt noch 4 weitere, ne? Wir haben ja gesehen, welche es noch gibt. Könnt ihr gerne mal sagen, welche ihr euch wünschen würdet. Ich bin ja mit meinem ersten Wunsch bin ich ja schon mal ganz glücklich hier mit der kleinen Schnecke. Ups, die kann man, glaube ich, auch richtig gut so als Kopfkissen nehmen. Da muss man sie natürlich vorher ausmachen, weil sonst fängt sie die ganze Zeit an, dir in der Nacht ins Ohr zu lachen oder dir irgendwas zu erzählen oder dir nachzuschnarchen im schlimmsten Falle. Und dann weckt sie dich. Für mich ist es der wilde Harry. Das sieht irgendwie so aus. Ich finde den so süß. So, ich schau mal, dass ich vielleicht noch so 2 Brieflein aufmache von euch. Ich halte mich ran. Bitte nichts zuschicken. Ich möchte gerne endlich mal wieder neue Projekte machen können für euch, mit euch. Das ist aber ein dicker Brief. Sind das nur Bilder oder ist hier auch ein Brief bei? Bestimmt auch ein Brief. Ich habe wahrscheinlich
natürlich wieder nicht den Brief als erstes. Oh, Zanzara ist die Beste. Zanzara, Peacefinger und ein Einhorn auf einer Zanzara-Wolke. Yay, ich bin eine Wolke. Ich glaube, das ist schon wieder ein Bild, oder? Ah, da steht was. Liebe Zanzara, kannst du mich grüßen? Ich hab dich lieb von Tamara. Na klar, ganz liebe Grüße, Tamara. Dankeschön für die schönen Bilder. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Mindestens eins noch. Vielleicht sogar, oh, noch mehr. Das ist cool. Sowas habe ich auch immer total gerne gemalt. So eine Küche oder einfach so ein Haus von innen, wo dann eine Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und sowas drin war. Hier sehen wir einen Herd, Salz und Pfeffer, eine Obstschale, ganz viele Schränke. Sehr schön. Ja, schau mal. Sie malt gerne eher so architektonisch, also mehr so Gebäude und sowas. Das ist eine Eisdiele. Zucker, eine Flasche. Zanzara, das ist bestimmt ein Kuchen. Ein Kuchen für mich. Und ein Eis natürlich. Ja, eine Eisdiele braucht man natürlich auch Eis. Und das hier ist noch ein Garten. Ah, aber ein Garten mit Bildern? Wo hängen denn da die Bilder? Oder, ach so, wahrscheinlich hängen die von außen. Und dann kann man hier so draußen sitzen. Das ist ein ganz schön verzierter Stuhl. Hier gibt es dann so ein paar Pflänzchen. Die wachsen natürlich draußen. Das ist bestimmt ein Bild von der Eisdiele. Ja, wow. Dankeschön für die ganzen Bilder. Dann habe ich hier noch einen kleinen Brief von der Helen. Da sehe ich auch schon wieder ein Bild. Oh nein, ich sehe frohe Ostern. Nein, frohe Ostern ist vorbei. Zum zweiten Mal. nicht wundern, die Briefe sind aus dem letzten Jahr, vom April oder Mai vielleicht, wenn wir Glück haben. Für Zanzara, liebe Grüße. Oh, was ist das? Ist das wohl eine Disco-Kugel? Und ist das hier eine kleine Ente draußen auf der Wiese? Könnte auch eine dicke, fette Kirsche sein, die so ins Bild gerollt ist. Für Zanzara, hier sind ein paar Luftballons mit Herzen oben dran oder Herzluftballons, so besser gesagt. Und ein paar Blümchen, die sind ausgeschnitten. Das ist jetzt aber ein Brief. Im Video öffnen. Das mache ich. Liebe Zanzara, du bist die tollste Videosmacht. Ich heiße Helena. Frag Zanzi, was ist deine Lieblingskatze? Oh mein Gott, du willst doch nicht die Lieblingskatzen von meinen Katzen wissen, weil als Katzenmami, dann darf man ja keine Katze am liebsten haben. Das geht ja nicht. Man muss ja alle seine Katzen gleich lieb haben. Deswegen hoffe ich nicht, dass du meine Katzen meinst. Dann mag ich natürlich alle gleich lieb. Und meine Lieblingskatzenrasse, das wäre die heilige Birma, also die Katze, die ich habe, die Katzenrasse. Ich möchte, dass du mich grüßt. Deine Helena. Ich bin 8 Jahre alt. Ganz liebe Grüße auch an dich, Helena. Vielen Dank auch für deinen schönen Brief. Ich habe eben schon gesehen, 17.04. Ah, wir waren doch schon mal im Mai. Wie konnte denn das passieren? Und weil der so klein ist, nehmen wir doch noch einen kleinen dazu, oder? Von der Pia Sophie. Ich bin heute hochmotiviert. Da ist noch was dahinter. Darf ich das zeigen oder nicht? Ja, da ist was ausgeschnitten. Blumen. Oh, Blumen. Sowas, was ich mir leider nie hinstellen kann, weil die Katzen immer alles vertilgen. Leider auch die Blumen. Dabei mag ich eigentlich so gerne Blumen. Naja, auf dem Balkon dürfen sie noch leben. Oh, ich habe es fast kaputt gemacht. Ich glaube, das ist so ein Schnittmuster irgendwas, oder? Habe ich es kaputt gemacht? Sagt nein. Sagt nein. Ich glaube, das ist irgendwie sowas hier, sowas Gebasteltes. Deswegen, ich ziehe da mal nicht weiter dran. Ich glaube, ich zerstöre es sonst. Entschuldigung. Liebe Zanzara, ich bin Pia und bin 9 Jahre alt. Ich schaue jeden Tag deine Videos. Ich habe dich richtig gern, Zanzara. Oh, das ist süß. Hashtag fragt Zanzi, was ist deine Lieblingsfarbe? Gelb. Gelb und Flieder. Hashtag fragt Zanzi, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich habe eigentlich immer gesagt, der Sommer, so habe ich eine Zeit lang gesagt, aber eigentlich ist der Frühling viel schöner, weil ich beim Frühling immer weiß, dass ich den Sommer auch noch vor mir habe. Und manchmal ist mir der Sommer einfach viel zu heiß. Dieses Jahr war es teilweise wirklich schon unerträglich. Aber jetzt haben wir eine Klimaanlage, deswegen ist es eigentlich nicht mehr so schlimm. Aber trotzdem Frühling, weil ich das so gerne mag, wenn die Sonne so rauskommt. Und dann weiß man, dass die ganze schöne Jahreszeit noch vor einem liegt. Und wenn der Herbst kommt, dann werde ich immer ganz depressiv und traurig. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist ja jede Jahreszeit total schön, aber ich mag das gerne. Ich sitze so gerne in der Sonne. Ich liebe einfach die Sonne. Hashtag fragt Zanzi, wann hast du Geburtstag? Am 30.05. Also 30. Mai. Ich habe heute meinen Arm ein bisschen verbrannt. Oh nein! Naja, jetzt ist es ja schon wieder länger vorbei. Hier steht nämlich noch 11. Mai 2020. Deswegen ist das ja offensichtlich wieder verheilt, hoffentlich. Aber so ist es natürlich immer blöd, ne? Ich habe mich auch schon so oft verbrannt. Bitte umdrehen. So? Achso, vielleicht wegen dem? Oder ist hier noch was drin? Nee, da ist nichts drin. Ich glaube wahrscheinlich wegen dem Regenbogen. So, das war's jetzt aber wirklich. Liebe Grüße auch nochmal an dich, Pia. Auch Dankeschön an dich für deinen schönen Brief. Und jetzt sind wir aber auch wirklich fertig. Das war's mit dem Video. Mal wieder was ganz komplett anderes. Wobei, okay, vor einer geraumen Zeit, also vor 2 Jahren ungefähr, da habe ich ja sowas Ähnliches mal ausgepackt. Aber ich freue mich immer sehr, wenn es wieder was Neues gibt, was ich noch nicht kenne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir natürlich gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Tschüss. When there's no more light that you